Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute geht es mal wieder eine Fischvorstellung und zwar, so wie immer, mit einem meiner Favoriten. Heute geht es um diese wunderbar rosanen Salmler hier. Das sind Hyphysobrykon Pyrrhonotus, tatsächlich schwer zu sagen, oder Rotrücken-Kirschfleck-Salmler, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Der Rotrücken-Kirschfleck-Salmler ist für einen Kirschfleck-Salmler ein relativ kleiner Fisch, aber so mit 6 oder 7 cm tatsächlich gar nicht so klein. Die Männchen sind dabei deutlich größer wie die Weibchen. Die Weibchen sind eher so 4 oder 5 cm, nicht ganz so bunt. Das ist ja auch relativ oft so bei den Fischen, auch bei den Rotrücken-Kirschfleck-Salmlern ist das so. Und der namensgebende rote Rücken, der ist bei den Männchen einfach deutlich präsenter. Also auch hier bei uns sieht man das schon ganz gut. Die Fische sind jetzt noch etwas kleiner, ich würde sagen so 3 oder 4 cm. Und auch da sieht man schon, dass die Männchen einfach mehr Farbenpracht zu bieten haben. Wenn ihr die halten wollt, dann bitte immer in Gruppen. Ich würde sagen, zumindest eine 5er-Gruppe macht Sinn. 2 Männchen, 3 Weibchen. Oder größere Gruppen, wenn es das Aquarium zulässt. Die Mindestgröße für so einen Rotrücken-Kirschfleck-Salmler ist, würde ich sagen, so ein 80er Becken. Also so in der Regel haben die so um die 100 Liter, je nachdem was für Maße. Flacher wie 30 cm sollte das Aquarium dabei aber bitte nicht sein. Ist ja auch ein eher hochrückiger Fisch. Die wollen auch ein bisschen rauf runter schwimmen können. Also so ganz flachen Schläuchen vielleicht einfach andere Fische auswählen. Man kann das jetzt auch schon ganz gut sehen, hier bei uns im Aquarium stehen die Fische immer so ein bisschen unter den Schwimmpflanzen bzw. unter der Wurzel. Das heißt, die halten sich in der unteren Wasserzone auf, eher im dunklen Bereich. Da fühlen sie sich einfach deutlich sicherer. Zum Fressen schwimmen sie auch gerne mal nach oben, aber so im Alltag eher mittlere bzw. untere Wasserzone. Im Futter sind die Fische nicht so wählerisch, also sie fressen tatsächlich alles bei uns, also von Flocken, Granulat, Leben- und Frostfutter natürlich auch. Auch bei den Sorten sind sie gar nicht so, wirklich gar nicht so wählerisch. Die streiten sich sogar regelmäßig mit den Panzerwelsen um diese Welsgranulate. Ich fütter bei denen ganz gern die rote Mückenlarvenpaste von Streambits, weil die einfach so praktisch ist beim Füttern. Kann man das an die Scheibe kleben und sobald die Rotrücken-Kirschfleck-Salmler bemerkt haben, was da abgeht, knabbern sie auch alle schon fleißig dran rum. Okay, also es ist der Vorführeffekt, sogar jetzt beim Füttern wollen die Fische nicht Richtung Oberfläche gehen. Darauf muss man also vielleicht auch achten, wenn man das nur schwimmendes Futter verfüttert, zum Beispiel Flocken, dann ist vielleicht besser, auch ein bisschen sinkendes Granulat dazu zu füttern, weil manchmal haben die Kirschfleck-Salmler echt keine Lust, nach oben zu schwimmen. Aber normalerweise machen die das, ich schwöre es euch, das liegt jetzt an der Kamera. Naja, weiter im Text jedenfalls, Wasserparameter spielt ja auch immer eine große Rolle. So wie bei den meisten Fischen aus Südamerika ist es auch bei den Rotrücken-Kirschfleck-Salmlern so, dass das weiche Milieu bevorzugt wird, aber die Fische sich grundsätzlich anpassen können, auch an mittelharte oder harte Bedingungen. Es wird aber auch da so sein, dass sie in weichem Wasser, also niedrige Gesamthärte, auch niedrige Carbonathärte, daraus automatisch niedrigerer pH-Wert, einfach schönere Farben zeigen werden. Vor allem die Männchen sind dann einfach deutlich kräftiger rot gefärbt in diesem Rückenbereich und auch die Weibchen sind einfach kräftiger rosa. Ansonsten ist die Grundfarbe von dem Fisch ja eher so silbrig und im harten und mittelharten Wasser kann es dann ganz einfach sein, dass das Rosa nur so ein bisschen ist und der Rest des Tiers vor allem Silber. Weil auch bei der Temperatur habt ihr eine relativ große Range, also ich würde sagen so zwischen 21 und 26 Grad ist alles gut. Wenn ihr die Tiere vermehren wollt, dann würde ich eher wärmeres Wasser empfehlen, 24, 25 Grad und weiches Milieu. Dort laichen die Fische einfach deutlich besser ab. Und bei den Rotrücken-Kirschfleck-Salmlern ist es halt auch so, dass sie keine besonders fürsorglichen Eltern sind. Das heißt, wenn ihr da so Zuchtambitionen habt, dann separiert ihr die am besten. Entweder ihr macht Ansatzzucht und setzt eben eine kleine Gruppe davon an, lasst sie dort ableichen für ein paar Tage und dann setzt ihr die Fische wieder zurück ins Gesellschaftsaquarium und in diesem separierten Aquarium kann man dann die Jungtiere ganz gut großziehen. Die ernähren sich wie die meisten Jungtiere am Anfang erstmal von so Einzellern, Rädertierchen kann man da zum Beispiel verwenden und nehmen nach ein paar Tagen eigentlich schon Artemia Noblien ganz gut an. Da kann man aber natürlich viele verschiedene Futtermittel nutzen, also auch zum Beispiel Essigelchen oder Mikrofex, da gibt es einige Möglichkeiten. Aber vielleicht ist er wieder da. Hast du vielleicht schon Rotrücken-Kirschfleck-Salmler gezüchtet? Dann teil doch bitte deine Erfahrungen mit der Community. Lass uns wissen in den Kommentaren, wie du das so angestellt hast. Vielleicht ist ja auch gerade wer unter euch, der jetzt gerade ein Zuchtprojekt mit den Fischen hier macht. Dann wäre das doch richtig klasse, wenn du das mit der Community teilen kannst. Dann können wir vielleicht demnächst alle
Rotrücken-Cashwreck-Sammler züchten, wäre ja auch mal richtig cool. Ich sage es jetzt noch einmal, Hyphsobrychon pyrrhonotus. Furchtbarer Name, richtig cooler Fisch. Ich finde, der erweitert unsere Fischauswahl sehr, sehr nice. Gefallen mir sehr, sehr gut. Ist ein toller Beibesatz. Also ich finde das Gesellschaftsaquarium eigentlich am besten. Da habe ich immer eine große Gruppe kleine Fische vergesellschaftet mit einer kleineren Gruppe große Fische. Das sind dann für mich schon große Fische. Also wenn ihr jetzt eine große Gruppe kleine Fische gerade pflegt, wäre das zum Beispiel richtig toller Beibesatz. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.